Du möchtest entweder einen eigenen Token auf Solana launchen, also das nächste große Ding erschaffen, oder in einen Token mega, mega früh investieren, bevor er der breiten Masse zugänglich wird. Ja, dann ist Pump.Fun vielleicht das Richtige für dich. Das ist eine ziemlich abgefahrene Geschichte. Ich führe dich so ein bisschen hier durch die Seite und ich zeige dir ein Spaßprojekt, das ich gerade selber gelauncht habe. Das heißt, wenn du Lust hast, in sowas zu investieren aus Spaß, dann ja, vielleicht ist es was für dich. Bevor wir in die Details gehen, wie immer hier der Disclaimer: Stopp das Video, liest dir das durch, dann weißt du Bescheid. Ist natürlich keine Anlageberatung, reines Spaßding. Also, Pump.Fun. Pump.Fun ist eine Seite, die auf Solana aufbaut und du siehst hier, hier werden wirklich jeden Augenblick neue Token gelauncht. Hier rappelt es immer mal, wenn jemand in ein Projekt investiert. Das heißt, dann wird es hier so hochgeleitet und hier ist der King of the Hill. Das heißt, das ist das Projekt, wo im Augenblick am meisten investiert wurde, mit einer Market Cap von 38.000 jetzt. Und wir gucken uns vielleicht einfach mal an, wie das hier für irgendeinen Token aussieht. Dann schauen wir uns an, wie man hier einen Token selber macht. Und zum Schluss gucken wir uns mal ein Mein Spaß-Projekt an. Gehen wir doch mal einfach hier auf, das ist doch schön hier, Kentucky Fish Chicken. Der wurde jetzt gelauncht heute Morgen, genauso vor ungefähr ein bisschen mehr als 3 Stunden. Schöne Entwicklung hier genommen. Du siehst, der ist schön hochgegangen. Also irgendjemand hat diesen Token gelauncht und der hat jetzt eine Market Cap, wo sehen wir das denn? Der hat eine Market Cap von 28.000 schon erreicht, das ist nicht schlecht. Und wenn er eine Market Cap hier erreicht hat von, hier wird etwas mehr als 70.000 angegeben, dann geht das Ding richtig live, dann wird es nämlich automatisch auf Radium übertragen. Und dann kann es wirklich jeder handeln und dann siehst du es zum Beispiel auf DexScreener, DexTools oder so. Das heißt, das ist hier eine Plattform, wo Leute Meme-Token, üblicherweise sind es Meme-Token, erstellen können. Ganz einfach, sehen wir gleich, wie schnell das geht. Und wenn sie es dann schaffen, einen Hype zu erzeugen, entweder indem sie eine Community haben, indem sie es tweeten, auf Telegram chillen, wie auch immer, das kann jeder machen, wie er will, dann können sie es schaffen, hier einen Token richtig hoch zu pumpen. Und natürlich als Ersteller des Tokens kannst du als Erster auch einkaufen. Klar. Und dann kannst du es natürlich auch zum besten Preis bekommen und idealerweise ja, mit hohen Gewinnen irgendwann wieder verkaufen. Aber man kann hier natürlich auch sehen, wer wie viel von einem Token hält. Das heißt, du siehst hier, der Dev hat halt jetzt 40% des Tokens, dann ist es halt eben auch klar, der kann das Ding natürlich dumpen in Sekundenschnelle und dann haben alle verloren. Das heißt, es kommt ein bisschen darauf an, wie stark man dem Dev vertraut oder glaubt, dass man ihn outperformen kann, indem man schneller verkauft als der an irgendeiner Stelle. Kommt eben darauf an, wann er da rausgehen will. Das ist natürlich immer das ganze Risiko bei der Sache. Und ja, gibt es halt jede Menge Projekte hier. Ne? Wir können mal was anderes nehmen. Hunde gehen immer. Guck mal hier. Ah, da haben wir uns jetzt sogar verklickt. Das ist jetzt der Race-Ticker. Der ist sogar schon relativ lange dabei. Das heißt, bei Pump.Fun seit gestern. Hält sich halbwegs stabil sogar. Gucken wir nochmal auf einen anderen. Ich hätte gerne noch einen Hundetoken. Hier. Schon wieder falsch geklickt, weil es sich eben so schnell bewegt. Das ist die Invisible Dark Cat. Auch cooler Meme. Kann man nicht anders sagen. Es gibt hier vielleicht sogar Twitter, Telegram und Website, kann man mal draufklicken, gucken, was passiert. Wir können am Twitter-Kanal mal schauen, vielleicht gibt es da sogar einen. Ah, das bringt mich zum Telegram-Kanal, ist falsch annotiert, mit 14 Subscribers. Okay, das ist natürlich noch nicht so überzeugend. Darum gehen wir hier mal wieder zurück. Alles klar, das ist der Token. Gucken wir doch mal, wie kannst du hier deinen eigenen Token starten? Mega easy. Start a new coin. Und alles, was du brauchst, ist ein Name, Ticker, Description und ein Bild. Und dann kostet dich das Ganze 0,02 Solana. Also das ist relativ preiswert. Und wenn du das machst, kannst du dann natürlich direkt als Erster kaufen. Je mehr, umso höher ist natürlich direkt die Market Cap. Musst du dann selber wissen, wie viel du investieren möchtest. Können wir eine weitere Option. Du kannst natürlich Twitter-Link, Telegram, Website, alles schon mal machen. Wenn du das alles hast, ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass Leute in sowas investieren, höher. Also das ist jetzt ein Ding, das kannst du in vielleicht 2 Minuten machen, deinen eigenen Token launchen und dann schauen, wie es sich entwickelt. Also wenn das jemand von euch machen möchte und vielleicht ein bisschen Werbung auf diesem Kanal dafür haben möchte, sagt einfach Bescheid. Da können wir bestimmt was zusammen machen. Würde mich freuen, wenn vielleicht der ein oder andere coole Community-Token hier entstehen würde. Ich glaube, es macht dann wirklich nur Sinn, wenn du das machen möchtest, wenn du auch so ein bisschen Twitter, Telegram und so weiter machst.
Ja, dann gucken wir uns mal mein Spaßprojekt an. Und zwar habe ich mir gedacht, politische Token sind natürlich ein Riesenthema. Deswegen habe ich jetzt hier einfach mal den Bernd-Höcke-Token mit dem Ticker Bernd ins Leben gerufen. Hier gibt es tatsächlich auch schon vier Investments. Das freut mich natürlich sehr. Wir haben Leute schon mit kleinem Geld eingekommen. Ich habe natürlich hier natürlich den Löwenanteil aller Token. Wir haben jetzt hier die Market Cap von 5.800 erreicht. Ich verlinke dir das Ding hier. Das heißt, wenn du in Bernd investieren möchtest, besteht auf jeden Fall die Möglichkeit, das zu machen. Also hier oben sieht man diese kleinen Einkäufe, die hier reingekommen sind. Das geht. Gucken wir mal. Vielleicht wird das ja das nächste große Ding. Wahrscheinlich eher nicht. Aber trotzdem, also ich habe mir, glaube ich, ein cooles Bild rausgesucht. Und Bernd vor Reichskanzler finde ich ist auch ein sehr geiler Slogan. Ja, schaut euch mal an, wenn ihr Lust drauf habt. Generell ist Pump.Fun, wenn du hier investierst, natürlich die riskanteste Möglichkeit, glaube ich, auf Solana zu investieren. Du kannst Glück haben, und wenn du hier in so ein Ding reingehst, wo du sagst, okay, der Meme ist gut und es passt, dann geht das gegen irgendwann wirklich auf Radium. Hier ist nochmal bei How It Works auch beschrieben. Das heißt, es wird dann einfach auf Radium übertragen. Die Liquidität ist verbrannt. Also hier genau 12K sind distributed Radium and burnt. Dann kann das natürlich mega abgehen, aber die Wahrscheinlichkeit ist gering, das muss man auch sagen. Also ich habe jetzt keine Zahlen dafür. Ich würde mal annehmen, mehr als 90% aller Projekte, die hier so gelauncht werden, gehen kaputt. Oder wird halt einfach nichts raus. Aber wenn du Glück hast und vielleicht die richtige Recherche betrieben hast und in das richtige Ding investierst, dann kann es was Großes werden. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt auf euer Feedback. Was haltet ihr vom Pump.Fun? Habt ihr schon mal was probiert? Wollt ihr was Eigenes launchen? Haut es mir in die Kommentare. Ich freue mich auf euer Feedback und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Danke, bis dahin, ciao.